Und wo landen wir hier? Schon wieder in so einer Passage. Nein! Nein! Gib mir das Bonbon! Los! Hallo! Keine Zeit! Ah, Zeit dafür haben wir aber, glaube ich. Zack! Ich glaube nicht, dass das Wasser so weit nach oben kommt hier. Was? Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Huch! Aua! Nein, nein! Panik! Panik! Ach du Scheiße! Los, hier hoch, da hoch! Bonbon! Schnapp! Und hoch hier! Nicht anstoßen! Nicht anstoßen! Hoch da und da lang! Es ist eigentlich ganz gut, wenn man die Sachen einfach mal vorher einsammelt. So hat man dann doch ein bisschen weniger Panik. Okay, und nu? Und nu? Ach so, ich glaube fast... Ich glaube fast, wir sind tot. Da haben wir ein bisschen zu lange gewartet. Kann es einfach sein, dass man da ohne, ohne Kaugummis kaum langkommt? Lass mich vorbei und lass mich runter. Nicht zu hoch. Und einmal hier lang. Und dann weichen wir der dicken O. Wir weichen der dicken O aus. Meine Güte. Okay, also nochmal das Ganze. Das kann sich ja nur wieder um 5 Millionen Folgen hier erstrecken. Denn das Wasser ist unerbittlich. So, einmal ganz gemütlich, was eigentlich hier überhaupt nicht angebracht ist. Mann, verdammt. Die Eule, also ich tot. Ah. Und nochmal. Mensch, langsam kommt man ja hier in Übung. So, und nicht so schwerfällig, liebe Gianna. Einmal hier lang, einmal dort lang. Ja, natürlich. Wieder richtige Anfängerfehler hier. Aber irgendwie habe ich das ganze Spiel über nicht so richtig gelernt. Dass, wenn man inmitten von Fallen steht, es nicht unbedingt von... Boah, nicht unbedingt von Vorteil ist, dann die Welt zu wechseln. Ich glaube, man kommt hier eigentlich... So, so hoffe ich, haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir wieder einmal in den Teleporter, bevor das Wasser kommt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Geschafft, Speicherpunkt, yeah. Kommen wir da oben? Nein, da wollte ich nicht lang. Na komm, nochmal. Also nochmal ganz in Ruhe. Da oben kommen wir nicht hin, wa? Da ist irgendwie nichts. Okay. Also auf zu den schönen Wetterwolken. Ich hasse diese Wolken. Man sinkt da langsam drin ein. Es ist alles scheiße. Und generell und sowieso. Ich will außerdem gucken, ob hier oben nicht irgendwas ist. Nein, da sind nur eklige Stacheln. So, aber da ist irgendwas. Die möchte ich mir natürlich holen, die schönen Sachen hier. Und die auch noch. Das versteht sich von selbst. So, dann einmal hier runter. Nochmal auf die Wolken. Ich schalte aber generell dann doch lieber wieder zu den schönen Wetterwolken um. Denn wir haben ja schon in einer der letzten Folgen mitbekommen, diese Gewitterwolken sind wirklich... Ich hampel so lange rum, bis ich wirklich sterbe. Diese Gewitterwolken sind wirklich tödlich, denn wenn man dann da drauf springt, dann gewittern die halt rum und dann stirbt man. Ich lenke mich selbst hier so oft ab, dass ich meine eigenen Sätze schon gar nicht mehr beenden kann. So, ganz egal. Wir müssen jetzt einmal hier rauf und da hoch. Was? Was bitte? Wie sollen wir denn... Was? Das gibt's ja gar nicht. Eine Frage. Wie soll man da raufkommen?
Da ist tot. Da unten ist auch tot. Da oben ist Wolke. Von Wolke springen nach dein. Das bringt alles gar nichts. Hä? Hä? Wie? Was? Ich bin gerade total ratlos. Wieso? Nein. Ach, du wirst ja dann zu so einem Ekelvieh. Wie soll denn das bitte funktionieren? Ich bin wirklich gerade ratlos, Leute. Ja, und diese Misttruhe, also wirklich. Ja, also. Und dann natürlich sind wir wieder auf 6 Meter auch tot. Kommt man denn da nicht einfach so dahin? Ja, kommt man, ein Glück. Denn das war es wirklich ein bisschen unmöglich gewesen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man dann doch so einfach von einer Wolke dahin kommt. So, da oben geht's weiter, da unten geht's aber auch weiter. Und natürlich, forsch wie wir sind, wollen wir natürlich in den Tod springen. Ich meine, das ist doch gerade das Beste an der ganzen Sache. Na? Also immer, wenn man verbotene Wege geht oder geheime Wege, dann rechnet damit einfach in Wasser zu fallen und zu sterben. So, da oben wartet schon der Diamant, der große. Jawohl, da haben wir schon 3 Diamanten. Ich glaube, es gibt 4 in diesem Level. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fliege trotzdem einfach mal hier hoch. Nein! Genau da rein, genau da rein. Egal, das kriegen wir hin. So. Ach Mensch, ey. Also, wer sich das ausgedacht hat, hier so eine rollenden Mistdinger hier einzubauen. Du bist gemein. Genau. So, dann hier oben nochmal. Da geht's auch nochmal weiter. Und hier oben nochmal. Und ach du Scheiße, das ist ja... Hä? Müssen wir da eh lang? Das würde mich gerade mal interessieren ein bisschen. Da. Oh Gott, wer kennt dieses Lied? Ich finde es schrecklich. Also da oben geht es tatsächlich weiter. Dann wollen wir uns auch mal da oben ein bisschen entlang stehlen, denn da warten weitere Diamanten auf uns. Jawohl, sehr schön. Und da unten nehme ich mal an, ist eher tödliches Wasser. Also doch nicht lieber da lang, sondern ganz elegant hier runter. Das heißt für uns natürlich hier rauf, denn wir sind ja die kleinen Bubbles hier. Und dann ganz langsam und zart in den Teleporter. Okay. Ach ja, was? Was? Ach so, das war wohl wieder... Nur weil wir die Welt gewechselt haben, hat er uns dann zurückteleportiert. So, wir müssen hier oben lang. Das heißt natürlich hier unten lang. Ich hoffe nur, das Wasser kommt nicht wieder. Das ist ein bisschen schrecklich. So, wir müssen dann hier lang. Und natürlich da lang. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Ach so, ja, da kann man natürlich doch besser mit der Blondie ein bisschen entlang schweben und natürlich auch sterben. Das geht natürlich mit der Blondie auch ganz besonders schön. So, einmal sich hier rübertragen lassen. Also einmal muss ich mich ja wirklich immer treffen lassen, scheinbar. So, da warten noch ein paar kleine Diamanten auf uns. Da geht es dann auch weiter. Eine Uhr, den habe ich fast übersehen jetzt. Eine lange Treppe hoch zum Ausgang. Aber hier geht auch eine Treppe wieder hinunter.
Aber da... Schade, da wartet nichts mehr auf uns. Ich dachte, da hätten wir jetzt noch ein bisschen was. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben den Level beendet. Mit immerhin 655 von 709 Diamanten. Genau wieder 33 Toten. Das ist scheinbar die Richtzahl, die Glückszahl von uns. Wir sind in diesem Level 33 Mal gestorben im letzten. Und ich glaube sogar auch beim Endboss von Akt 2. Wenn ich mich nicht irre, waren das 33 Mal. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Egal, weiter geht's. Und zwar, oha, mit dem Halsbrecherpfad. Und ich glaube, wir werden diesem Level wirklich alle Ehre bereiten. So, na, wie sieht der Halsbrecherpfad denn aus? Richtig halsbrecherisch. Ich höre schon, wie hier sogar die Mobs kotzen. Ach ja, natürlich, die Unverwundbaren sind ja sowieso meine allerliebsten. Hier geht die wilde Reise auch schon wieder los. So, einmal hier hoch, auch noch kein Speicherpunkt, aber sofort die... Was ist das denn, du olle Eule? Ach Mensch, ich wollte doch unbedingt auf die Eule springen. So, dann machen wir das einfach so und hier wieder rauf. Ach Mensch, ich dachte, der Run, der läuft ja eigentlich richtig gut jetzt gerade. Wir sind schon zwei, drei Bildschirme weitergekommen, ohne zu sterben. Das ist also quasi schon phänomenal. Aber jetzt, ich meine, wir müssen ja unserem Pensum von 33 Toten, müssen wir auch treu bleiben. Da können wir jetzt nicht einfach anfangen, weniger oft zu sterben. So, also einmal hier hoch. Ich weiß ja auch schon gar nicht mehr, warum wir damals gerade eben hier gestorben sind. Vor langer Zeit. Wir haben es geschafft. Was wartet denn da unten? Das sieht nicht gesund aus. Ehrlich gesagt. Ja. Fall mal um in tiefen Schlaf. Oh, da ist noch einer. Geht es denn da jetzt regulär weiter oder müssen wir nach da unten, ne? Wenn man nämlich erstmal unten ist, ist es ja bekanntlich sehr schwer, wieder hochzukommen. So, also einfach mal schauen. Hier ist ein Speicherpunkt und hier zeigt uns auch der Pfeil an. Da geht's weiter. Das heißt, wir werden seinem Rat bzw. seiner Weisung nicht folgen und springen hier ganz wagemutig in die Tiefe hinein. Hui. Und hier noch einmal runter und die Sachen genommen. Ah ja, da unten wartet also wieder mal der Tod auf uns und scheinbar auch nichts anderes. Nein, schade. Ich dachte, wir würden hier wieder einen großen Diamanten treffen. Aber wir müssen hier einfach mal hinspringen, damit wir wieder nach oben kommen. Nein! Ah, so nach oben. Puh, ah, wieder natürlich mal die rechtzeitig die Welt wechseln ist... Ist eine Aufgabe, die nicht immer sehr leicht ist. So, der steckt da irgendwie fest. Das heißt, wir kommen so relativ einfach rüber. Das heißt, wir müssen auf den springen und dann auf den springen, um dann hier durchzukommen. Und mitten in die Eule zu fliegen ist natürlich... Boah, ist natürlich auch immer wieder eine Freude. Eine Freule. So, hier nochmal durch. Ach, in die Stacheln rein. Und also hier nochmal lang. Und hier nochmal durch. So. War. War. Nein. Komm schon, Eule kommt zurück und Steine kommen zurück. Nein. Oh, Eule kommt zurück.
ich reagiere einfach nicht schnell genug. Eule! Die heuert wenigstens aufs Wort. So, jetzt haben wir doch endlich den großen Diamanten. Ganz viele Frösche. Was? Was? Man kann auf diese Frösche nicht springen? Das wäre mir aber... Was? Das wäre mir aber extrem neu, muss ich sagen. Wow, das war mal ein hoher Sprung. Ach Mensch, ey. Das gibt's ja gar nicht. Also hier nochmal lang und hier durch. Hier mal und hier wieder fast in den... Nee, nicht fast, sondern ganz in den Tod.